Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu meinem neuen Video und so. Und warte, der Fernseher läuft noch. Eine Sekunde. Okay, und so, Fernseher ist aus. Das Video kann beginnen. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier. In diesem Video hier zeige ich euch mein Zimmer. Also das ist jetzt eine Roomtour. Und bevor ich anfange, muss ich erstmal alles aufräumen noch. Ich zeige euch mal kurz, wie es hier noch aussieht. Also hier habe ich noch so einen übelsten Klamottenstapel. Und da hinten auch auf dem Tisch. Und Leute, ich zauber den kurz hier weg. So, jetzt ist er weg. Und ja, wo soll ich mein Zimmer anfangen? Also erstmal fangen wir hier an. Hier seht ihr mich gerade mit meiner Kamera. Yo Dennis, was geht ab? Und ja Leute, also fangen wir mit meinem Schreibtisch an. Hier seht ihr ganz normalen Schreibtisch. Hier mache ich meine Hausaufgaben und alles. Und hier seht ihr dann eine Ablage über meinen Schreibtisch. Und da sehen wir halt irgendwelche Kleinigkeiten, die ich da einfach aufgestellt habe irgendwann mal. Diese Partyblume ist die beste. Richtig geil. Und hier in der ersten Schublade haben wir Hefte von, also alte Hefte. Und hier haben wir noch mehr Hefte, glaube ich. Und hier haben wir halt auch so irgendwelche Krimskrams-Sachen. Und ja, Leute, also hier ist mein Bett mit einer Pikachu-Bettwäsche. Kein Problem. Hier schlafe ich immer, hättet ihr jetzt nicht gedacht, ne? Und ja, also, kommen wir zu meinem Schrank. Also hier seht ihr meine ganzen Klamotten. Also meine T-Shirts sind hier oben. Das sind meine T-Shirts alle. Das sind meine Tanktops rechts. Und dann seht ihr hier ganz viele Pullis, so ein paar Hemden und alles. Dann sind hier unten meine Jeans. Also da habe ich so meine ganzen Jeans liegen. Hier liegen ein paar Rucksäcke von mir. Dann in der Schublade hier sind Unterwäsche. Also halt Accessoires, halt wie Brillen. Uhren und halt, ja, Mützen. Dann hier habe ich ganz viele Socken liegen. Dann kommen wir zum nächsten Schrank. Und hier sind dann Kurzarmhemden. Hier liegen meine Jogginghosen. Hier sind ganz viele Baggies und Shorts. Ich liebe Baggies, Leute. Wenn ihr nicht wisst, was Baggies sind, das sind diese kurzen Jogginghosen. Ich liebe sie einfach. Da unten sind Badeshorts. Badeshorts? Mehrzahl von Badeshorts. Keine Ahnung, Badeschorze? Nein, stimmt. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Oh, auf jeden Fall, dann liegen hier, also hier ist mein Kabuff. Das ist halt so ein, keine Ahnung, wie heißt das? Stimmt. Keine Ahnung, auch halt so ein Seitenraum, wo ich halt noch, also ein Ablageraum, ja, sowas, Ablageraum, stimmt, sowas. Hier liegt ein Staubsauger, so ein Hüpfball, falls ich den mal brauche. Ganz viele Kartons und ältere Sachen, die da schon ganz lange liegen einfach. Machen wir mal Licht aus, geht raus hier. So Leute, dann habe ich hier so eine Trainingsstation stehen, mitten im Zimmer. Ich habe die gekauft, weil ich habe keinen Bock, mich beim Gym anzumelden, um da immer hinzufahren extra, wenn ich trainieren will. Deswegen habe ich einfach so eine Station gekauft, dann kann ich beliebig, wenn ich Bock habe, trainieren. Dann nehmen sie noch Hanteln und alles. Das ist richtig geil, das Teil, das hat sich richtig krass gelohnt. Dann haben wir hier in der Ecke meine ganzen Schuhe stehen. Und ja, das sind meine Schuhe. Hier haben wir noch ein Plakat, was ich für die Schule brauche. So Leute, dann habe ich noch ein paar Klassenfotos von früher, halt von der 7. Klasse, von der 9. Klasse und jetzt von der 11. Klasse. Dann habe ich hier noch ein GTA 5 Poster hängen, hier noch ein MW3 Poster, die guten alten Zeiten. MW3, boah, das hängt da schon so locker, 4 Jahre oder so hängt das da einfach schon, krass, Mann. So Leute, da ist meine Mülltonne. Hier habe ich auch noch einen Schrank stehen. Hier seht ihr meinen Trainingsplan. Meine Transformation wahrscheinlich, oder? Dann habe ich hier auf dem Schrank einfach ein paar leere Arizona-Flaschen stehen. Halt meine Box. Sparschwein, Foto von Benjamin. Oh. Und halt ein paar Kerzen und sonst irgendwas. Kleingeld hier liegen. Dann habe ich in der Schranktür hier habe ich... Boah, das kann man jetzt richtig krass schlecht sehen, glaube ich. Und ich habe extra hier so eine Lampe aufgestellt, damit es beleuchtet wird, sonst seht ihr das hier schlecht. Und dann habe ich hier ganz viele Parfüme und halt Deos und so weiter. Und dann hier unten sind so ältere Spiele von früher, halt PSP-Spiele, Nintendo-Spiele. Danach, was ist das hier? Das sind auch Nintendo-Spiele, aber das ist von dieser Nintendo-Konsole. Spiele halt. Aber ich glaube, Benjamin hat die PSP und sowas. Hier liegt nochmal Nintendo von früher. Und hier, Leute, seht ihr mein allererstes Handy. Das war ein Sony Ericsson-Handy. Gott, waren das noch Zeiten, wo jeder so welche Handys hat und keine Smartphones. Richtig krass einfach. Ich glaube, es geht sogar noch. Ist nur Akku alle. Und hier seht ihr noch mein iPod. Also iPod 3 war das. Ganz früher auch noch. Und sowas halt. Und hier habe ich noch so zwei
Black Ops 2 und Grand Theft Auto 5 Lösungshefte. In dieser Schublade habe ich hier ganz viele Kabel und so weiter, als für Handy, Kopfhörer und so weiter. Hier habe ich ein paar Dinge, keine Ahnung, wo ich die hin tun sollte. Also auf jeden Fall hier Autogrammkarte von Melina und von Dagi auf die Videodays. Zwei externe Ladegeräte. Und das war's dann mit dieser Schublade. Und hier unten habe ich meine Canon Legria und noch 3D-Brillen für meinen Fernseher. Was habe ich hier drin? Ach, hier sind Bücher von früher. So Mickey Mouse Hefte, boah, habe ich das nicht mehr lange angerührt hier. Das steht da schon so genauso, wie es hier so ist. Locker schon 2 Jahre einfach. Und Leute, ich habe als Kind immer so Diddle-Sachen gesammelt. Früher, das ist, also ganz früher halt. Und das habe ich halt alles in so einer Mappe hier liegen. Und sehe ich es richtig voll einfach. Richtig geil. So halt einfach so Kindheitserinnerungen sind das. Und ja. So Leute, kommen wir zum letzten Teil meines Zimmers. Und zwar diesen Bereich hier. Da chill ich eigentlich die ganze Zeit, wenn ich in meinem Zimmer bin. Und ja, also hier ist mein Fernseher, mein Liegesofa. Ein Tisch mit meinem MacBook drauf. Ich lege mich kurz hier. Also, dann unterm Fernseher seht ihr halt meine 2 PlayStation 3, halt die erste PlayStation 3, die normale, und halt diese Super Slim. Ich habe mir die halt gekauft, die Super Slim, weil meine erste PlayStation 3 halt irgendwie nicht mehr so richtig ging. Dann liegen hier noch 2 Controller, sieht man gerade nicht so gut. Dann habe ich hier meine ganzen PlayStation 3 Spiele. Ich zeige euch die mal kurz, warte. So. Und dann haben wir noch hier 2 Nintendo-Konsolen von ganz früher einfach. Die Spiele habt ihr ja vorhin da hinten gesehen. Und ja, Leute. So, Leute, ich fahre jetzt auf jeden Fall zu Finke und hole mir ein neues Sofa, weil ich finde dieses Liegesofa nicht so nice, weil ich habe das jetzt schon ein halbes Jahr lang. Und ich finde es halt doof, dass man halt immer in der gleichen Position hier nur chillen kann. Deswegen hole ich mir ein ganz normales Sofa. Ich zeige euch das mal kurz. Ich habe ein Foto davon, ich gucke kurz auf mein Handy. Sekunde. Also hier seht ihr das Sofa, was ich mir gleich in Finke kaufen werde. Aber das Lustige ist ja, dass ich im Dachboden wohne und ich muss dieses Liegesofa hier, also das mussten wir hier hochtragen und das ist so krass schwierig gewesen. Ich zeige euch mal kurz vom ganzen Dachboden. Ist halt richtig eng hier oben. Und das war jetzt richtig krass schwer, dieses Sofa hochzukriegen, einfach in einem Stück. Deswegen wird es jetzt richtig lustig, das wieder runterzutragen. Jo Leute, also wir haben das Sofa bestellt. Aber es wird erst in ein paar Tagen geliefert, weil ich es vorrätig hatte. Und jetzt habe ich mein anderes Sofa hier weg. Und jetzt habe ich einfach nichts, wie ich hier vorliegen kann. Deswegen liege ich hier auf dem Boden, auf dem Teppich. That's my lifestyle. Oh, nice. Jo Leute, das war's mit dieser Roomtour hier. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt einen Daumen nach oben. Und abonniert mich, wer es noch nicht getan hat. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. So liege ich jetzt hier.